So, da muss ich doch noch einmal schnell. Ich habe es noch ein bisschen laufen lassen und wir sind jetzt angekommen. Timo ist älter geworden. Betrieben und Merkmale wählen, um Merkmale zu ersetzen. Neugierig. Dann kann ich hier was sehen. Habe ich hier mental, motorisch, sozial. Ich habe ihn mal auf kreativ getan und. Huch, nein. Und wir machen ihn auch ein fröhlich. Was haben wir denn noch kreativ? Auch nochmal kreativ. Nochmal kreativ. Kreativ, kreativ. Aber wir sollen fröhlich sein. Fröhlich. Diese Sims sind häufig zufriedener als andere. Genau, mit zufriedenen Zimmern. Ne? Wollen uns das ja nicht so schwer machen. So, alles klar. Und da ist er nun. Wollen wir Pause machen. Ja. Es ist nun doch automatisch passiert. Ich habe da stand irgendwas mit, dass man Kerze und hast nicht gesehen besorgen muss. Jetzt hat er hier, hast du total runter. Huch, wie sieht er aus? Ja, wir müssen jetzt mal nochmal ein bisschen stylen, glaube ich. So, dann fangen wir erstmal an mit den Outfit-Ändern. So. Ich habe die falsche Person ausgewählt. Na, sehr schlau von mir. So, das sind wir der. Outfit-Ändern. So, dann fangen wir an. Ah, ne. Plan, Entschuldigung. Outfit, Plan. So, so. Auf geht's, wir planen den Outfit. So. So, geht los. So, ja, gut. Ja, Frisur sollten wir vielleicht auch überarbeiten. Aber fangen wir erstmal mit seinem Outfit. Was haben wir denn da ein Angebot? Mal sehen, ganze Kombination. Wir fangen ja bei Tagesdings hier. ja, wir nehmen das. Mit Leiter wieder. Oder hier so. Ganzen Tag nur mit Handtuch rumlaufen. Oh, schön. Ich glaube, da ist irgendwas schief gegangen. Na, was ist das? So, let's go. Okay, dann haben wir noch hier eine runtergekommene. Die sieht scheiße aus. Entschuldigung. Ja, muss raus. Irgendwie nervt mich das schon die ganze Zeit kribbelt mir die Nase und Halskratzen. Ich werde, glaube ich, krank. Das ist aber ganz scheiße. Jo. Ja. Das ist auch schon kaputt. Na gut, Jungs und sein Alter haben auch kaum Heilhosen. Alles andere ist Blödsinn, was sie hier haben. Was haben wir hier so in einzelnen Hosen? Gucken wir die mal durch. Okay. Ja. Das ist auch interessant. Hier, guck mal, hier, zack. ein ewiger Bettnässer. Nein, danke. So. Und hier ist ein Bug. Da hat er einfach gar keinen Körper mehr. Was ist das hier? Gut, auch langweilig. So, schauen wir mal weiter. Auch eher mäßig, oder? Haben wir da noch? Da? Ne. Jetzt gehen wir weiter. Ich blende nicht immer wieder zurück. Oder sieht es ja? Ja, ist okay, ne? Kann man nicht sagen. Nicht ganz schlecht. Das ist hier. Nee, aber das sind nicht zu doll ist dabei. Ne? Das ist irgendwie. Irgendwie ist die Auswahl doch eher mau, finde ich. Das ist nicht so viel, ne? Ich habe so viel reinkopiert, aber dafür ist so ein Müll. Nicht so. Und dann verpackte Dinger. Das ist ja doof. Hier sind auch so wenige, nur. Nehmen wir das oder das Gelbe hier. Das ist schrill, das ist knallig. Nein, wir nehmen das hier. So, okay. Dann gucken wir, was wir haben. Wir denn hier so Anzüge. Kaum was zur Auswahl. Das, was er jetzt anhat, ist schon okay. Aber dann bauen wir was zusammen. Wir bauen was zusammen. Gucken wir mal. Das, dann brauchen wir Oberteil ein anderes. Oder wir nehmen das.
Also man kann natürlich hier farblich noch was tun, ne? Natürlich. Ja, oder hier kann man ja auch farblich was tun noch. Aber ist ja toll. Hier haben wir gar nichts aus, mal farblich. Tja. Gut, mal Oberteil. Oh, Sportschuhe hier. Schuhe. Ja, ist das alles, was an Schuhe hat? Sowas. Das sieht ja natürlich schwul aus. Ich glaube, ich nicht so gewollt. Gehört auch nicht dahin. Hey, passen alle nicht so richtig. Dann machen wir es so. Ganz glücklich bin ich nicht. Ja, diese Nase. Nase-Schnüffig, ne? Das ist halt schon sehr. Oder so. Oh, das ist eigentlich nicht gar nicht so schlecht eigentlich. Wir lassen uns einfach mal so. Richtig, richtig zufrieden bin ich allerdings nicht damit, aber schauen wir mal, Sport. Ja, das ist ja. Warum gibt es das bei den anderen nicht? Ja, gut, aber es passt eigentlich nicht zu Sport. So. Sport. Was passt da ganz gut? Das hier. So. Obwohl, da würde das ja eigentlich ganz gut gehen, ne? Sporthose. Also auch eher für Mädchen, ne? Irgendwie sieht das komisch aus. Das hier. Bleiben wir dem. Und Oberteil brauchen wir auch natürlich. Oberteil. Für Spider-Man und Spider-Man-Fan. Hm? Sportschuhe sind okay so. Ah, hier. Produktwerbung hier. Produktplatzierung nennt man das ja, ne? Mhm, genau. Machen wir das. So, das lassen wir so. Müde, aber es muss ja mal kurz sein. So, und dann die Schlafsachen. Große Auswahl? Gar nichts. Keine Auswahl. Schlafsachen. Ja. Das T-Shirt ist cool. Ah, World of Warcraft T-Shirt. Geil. Passt aber nicht unbedingt zur Hose. Das gehört da gar nicht hin. Das wäre eine Hose, die woanders hingehört hätte. Also irgendwie so die Sortierung manchmal so ein bisschen daneben, ne? Kann das sein? Tja, aber die beiden waren auch raus. So. Alles klar. Oberteil. Oberfrei, ne? Geht auch, ne? So. Teil frei. Natürlich. Auch eine Option. Auch nicht irgendwas. Das ist ein Mädchenteil wieder. Jep. Das ist ja schön rosa. Hm. Ja, das passt doch gut. Okay, Calvin Klein. Das war echt, das ist wirklich nur Werbung, ne? Das ist echt scheiße eigentlich. Das ist echt kacke. Kann man noch verschiedene Farben machen. Das kann man auch verschiedene Farben machen. So. Passt nicht. Das passt, glaube ich, mehr, ne? Ja, lass mal so. Und das sind Schuhe. Nö, keine Schuhe. Barfuß. Ah, ah. Dann ganz schön dicke Plattfüße, oder? Täuscht das. Plattfüße. Alles klar. So, da haben wir das. Und jetzt Party. Es geht zur Party. Was haben wir da? Einmal finden. Haben wir nichts getarnt. So, komplett unsichtbar. Hier noch kurze Jeanshose. Ah, das war es auch schon. Die Auswahl ist auch hier sehr mäßig. Anzüge. Gleiche Problem. Das ist kacke.
Hier kommt bunt. Ach, gefällt mir alles nicht so richtig. Zack, gefällt mir das nicht so gut hier. War schon so gelbe. Da müssen wir mal ein bisschen Schuhe annehmen. Schuhe passen da gut zu weißen. Seine. Rote. Rot. Oberteil, kann die Oberteile auch farblich ändern. Gehen wir mal auf die Hose zurück. Gibt's da hier. Ne, gibt's keine Farbvarianten. Die ist so. Mist. Wir lassen das. Also so jetzt. Das gefällt mir nicht so richtig, aber das ist ja nichts. Badesachen, okay. Den hat er jetzt. Den können wir noch in verschiedene Farben. So. Ja, mehr haben wir nicht. Das lassen wir so. Alles klar. Okay, wir benennen das jetzt erstmal so und das Alltagsteil, ne? Ja. Schade, schade. Wie ist der Schuh? Dann können wir schon noch was tun hier. Gummistiefel. Toll. So. So. Alles klar. Wir nehmen das so jetzt. Jetzt kümmern wir uns um sein. Oh, seine Frisur. Frisur können wir hier direkt ändern, okay? So. So. Haare. Was haben wir denn da für Haare? Also für jeden Dings andere Haare oder was? Ah, ne. So. Scheiß aus. Das hier. Nee, sieht aus wie ein Arschloch. So mit langen Haaren. Ja, kacke. Alle, so. Hier. So, okay. Na, auch nicht viel dazugekommen, ne? Jupp, toll. Oder so, ganz super. Das sieht aus wie ein Samurai, ne? Ne. Ja, alles nix. Die gehen ein bisschen. Kann man dann vor dem Spiegel mehr machen? Hm. Wir machen erstmal. Lassen wir das erstmal mit den Haaren so. Achso, Quatsch, Knopf. Das ist halt so, wir hätten das. Dann jagen wir mal vor den Spiegel, gucken, ob wir da oben mehr machen können. Eben im Outfitplan sich selbst zusprochene Outfitplan da. So, dann können wir mal sehen, was wir da machen. Haben wir da mehr Auswahl jetzt? Achso, okay. Alltags, ne? So, sieht scheiße aus. So, sieht nach Arschloch aus. Ist nicht lange Haare, ist männlich ist an und soll er hier so lange Haare haben? Wie sieht das denn aus? So kill ich's, ja? Ah. Oh, hier. Bisschen mehr Haare. Weiß ich auch nicht so, was ihr davon halten soll. Hier vielleicht das hier. Ah, das hat er ja eben, ne? Das ist die Frisur, die er so hatte. Ich glaube, das ist die, die er vorher hatte. Ja, das ist hier. Hatte oder hier so? Nein, auch Arschloch. Ah, weiß ich nicht. Also.
Hm. Kann sich so komisch, das sieht nicht aus. Hm. Ah, hier so. Also? Hm. Nicht ganz schlecht. Ah, Mann, das ist nicht so einfach. Das ist dieselbe Frisur, ne? Nee, nicht ganz. Ja, das ist ein bisschen... Hey, da wollte ich gar nicht hin. Diese. Oder? Gesicht können wir technisch nichts mehr machen. Nur Haare. Gesicht. Gesicht ist gesperrt, ja genau. Make-up? Nein. So ist noch nein. Ich guck mich so wie ein Verrückter. Wir lassen ihn so. Okay. Zack. Bimbus! Was ist das? Nimm aufstehen, die meine oder was? So, das ist auch wieder aufräumen, was du gemacht hast. Und das hier säubern und aufräumen. So. Achso, Outfit ändern. So, Alltagskleidung, ne? Okay. Oder geht er gleich schlafen? Gut, dann geht Suse gleich schlafen. Aber so, an dieser Stelle, ne? Er putzt auch fleißig mit. Und es ist auch echt notwendig. Es ist echt viel Arbeit noch auf uns wartend. Bringen wir das raus. Ja, seine eigene Scheiße. Seine eigene Scheiße darfst du rausbringen. Genau so ist es richtig. Verantwortung besteigt jetzt. Jetzt kann er das alles aufholen, wie er was. Ein bisschen im Kopf hängen, ne? Kann das sein? Oh. So. So. Freundlich. Mal kennenlernen erstmal. So. Alles klar. So, an dieser Stelle mache ich jetzt also eine Pause und dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. Wir brauchen auf jeden Fall Klavier, das Puppentheater wollte ich dann nochmal wieder besorgen. Und beim Piano wird auch reichen. Schauen wir mal. Ich kann hier gut hin. Schönes Plätzchen dafür. Das können wir mal eben noch zusammen machen, oder? Gucken wir, ob wir uns irgendwie leisten können, Musikinstrument. Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder ein Musikinstrument lernen. So. Apparate. Was ist gerade Beleuchtung, Aktivitäten, Fähigkeit? Da ist das genau. Musik. So. Da kostet auch so viel Geld schon. Nicht billiger? Billiger, billiger? Gitarre. Kaugummaschine. Teuer. Teuer. Was ist das? Müde. Ach Mensch. Alles zu teuer hier. Mist. Teuer. Flügel. Mhm. Spaßfrei. Geigenfähigkeit. Das ist ziemlich einseitig, ne?
Pfui. Das ist ja doof. Was ist das denn hier? Mann, Mann, Mann. War denn das jetzt? Zu wenig Geld noch. So. So, wir können ja so ein paar Sachen jetzt verkaufen, haben wir wieder ein bisschen Geld in der Tasche haben. So. Kiste brauchen wir ja noch. Alles klar. Ich hoffe, es reicht so. So. Yeshua Henbei? Oh, Pixel! Man Saba! Spino? Ja, Fruits! Auf Wiedersehen. Verabschieden, ne? So. Und üben. Ja, mal das loslegen hier. Traurig, warum? Traurig, vergessener Geburtstag. Ja, ich hatte es vorgehabt, hier ist das. So. Zack, Levelaufstieg. Spiel ich mal Kopfhörer raus, was spielt denn da Schönes? Was überhaupt schon was zu hören ist. Okay, das ist noch sehr schmerzerfüllend. Das ist ja schon wieder. So, beschleunigen wir mal. Ah, gib Gas hier, gib Gas. Ah, Hunger. Kommt Hunger an, komm, schafft an. Das ist ja schon wieder da, eigentlich. Hast du mir nur Geld? Gleich hat er es, hört auf. Gleich hat er es, wird schon, hä? So, der Aufstieg. Alles klar. So. So, schnelle Mahlzeit essen. Muss Erbsen? Nein, Joghurt. Erstmal Joghurt, so. Zack. Pack's mal zur Seite, das Ding erstmal. Wenn du dabei bist, dann fertig bist. Ich nicht. Aufräumen. Warte mal. Nein. Nein. Oh, Mann. Das hier, geht das weg? Jupp, geht weg. Das kriege ich auch weg. Nein, das geht nicht. Das muss er aufräumen, okay. Hä? Nee, geht nicht. Das einige Sachen kann man nicht wegmachen, so. Okay, wieder zurück. Alles klar. Ich sollte so einen Joghurt erstmal essen. Und dann muss er auch mal schlafen, weißt du? Ja, schau ihn mal. Das ist ein Joghurtessen. Das redet immer. Fulpazo. So, räumt auf. So. Spinay? Holger Beret? Oh, Yabahorn! So, freundlich. Auf Wiedersehen. So, verabschieden wir nochmal. Falscher Knopf. Ja, geh mal ab. So, hier sitzen wir sitzen. Ah, der kann nur sitzen. Der kann auch drauf nicht mehr schlafen. Mal Pause. Der kann hier drin nicht mehr schlafen. Okay. Das heißt, sein geliebtes Bett. Schnipp weg. Wir brauchen ein neues Bett. Ätzend. Was ist das denn? Wir müssen die Kisten auch wegmachen. Auch ein bisschen mehr Geld haben. Wir brauchen ein Bett. Beleuchtung, Dekoration, sanitäre Oberflächen. Nee. Komfort war das dann. Ah ja, Komfort. Bett war richtig. Bett war richtig. So. Wir müssen hier so ein bisschen heller so. So, dann am Bett und dann kann er dann auch gleich schlafen. Und an der Stelle
gehen wir dann nämlich auch jetzt schlafen, würde ich sagen. Deswegen. Haki, ist er noch da? Ich habe doch verabschiedet gerade. Ach, der geht gerade, okay. Wir gehen alleine ohne Haki im Bett. Ne, ich kann mal sitzen. Ausheulen. Oh, ausheulen. Lass mal ausheulen gehen. Genau. Ausheulen gehen. Ja. So. Das hilft. Da ist er ja wieder. Ich kann pass auf, wenn er wieder da ist. Hakim ins Bett bringen lassen. Dann beenden wir das so noch. Oh, gib mir den Roboter. Wieder voll Bock auf Piano. Ah. Wäre so froh, wenn meine Kinder auch so motiviert wären. Aber sind sie leider nicht. Kein Interesse an Musik. In jedem Fall dieser Form nicht. Sehr schade. Oh, hängt da durch. Oh. Der Arme ist ganz traurig. Also sein Geburtstag leider verpasst. Ich hab's versucht, da nochmal torttechnisch was zu machen, aber leider. Okay. So. Na gut. Da schläft er nun. Unser Timo. Bruzino. Gute Nacht. Und wünsche ich euch auch. So, jetzt bin ich weg. Ciao. Bis demnächst. Achso, falscher Knopf. Huch.